Seit vielen Jahren eine feste Einrichtung und schon fast eine Tradition. Der ADAC-Kindersitztest. Auch 2012 wurden wieder 33 Modelle auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt untersucht. Für jedes Kind gibt es gute Kindersitze. Das heißt also, unabhängig vom Alter können die Eltern zwischen verschiedenen Produkten auswählen. Wir haben einige Ausreißer mit mangelhaft bei der Sicherheit. Besonders erfreulich ist, dass diesmal kein Kindersitz durch die Schadstoffprüfung fällt. Leider sind es aber sehr oft Fehler, die beim Einbau der Sitze von den Anwendern gemacht werden, was im Ernstfall eklatante Folgen haben kann. Ein häufiger Fehler beim Einbau von Babyschalen ist, dass Schulter- und Beckengurt vertauscht werden. Das heißt also, der Beckengurt wird um die Schale herumgelegt und der Schultergurt verläuft übers Beinende der Schale. Beim Unfall kann sich die Babyschale so aus dem Gurt drehen. Sofern das Fahrzeug über sogenannte Isofix-Befestigungspunkte verfügt, ist diese Gefahr nicht gegeben. Beim folgenden Test ist die eine Babyschale mit Isofix montiert, die andere mit vertauschten Gurten befestigt. In der Zeitlupe ist deutlich zu sehen, wie die falsch eingebaute Schale zu einem Spielball der Kräfte wird. Isofix-Kindersitze sind sehr stabil im Auto verankert. Außerdem kann die Babyschale sehr einfach auf der Isofix-Basis montiert und auch wieder heruntergenommen werden. Das geht sehr schnell. Und Einbaufehler sind eigentlich praktisch ausgeschlossen. Das heißt also, Schulter- und Beckengurt können nicht mehr vertauscht werden und die Babyschale kann auch nicht in Fahrtrichtung eingebaut werden. Das ist eine sehr sichere Sache. In der Gruppe 0 Plus für Kinder bis 13 Kilogramm erhielt der Cybex Aton 2 mit Aton Base Fix ein Gut. In der Gruppe 01 für Kinder bis 18 Kilogramm schnitt der PEC Perego Viaggio Convertibile mit mangelhaft ab. In der Gruppe 1 für Kinder von 9 bis 18 Kilogramm gab es ein Gut für den Cybex Juno Fix. In der Gruppe 123 für Kinder von 9 bis 36 Kilogramm wurde der Kiddy Guardian Fix Pro mit mangelhaft bewertet. In der Gruppe 23 15 bis 36 Kilogramm von 4 bis 12 Jahre gab es ein Gut für den Maxi Cosi Rodi Fix. Neben dem Easy Car Seat Inflatable schnitten in dieser Gruppe noch zwei weitere Modelle mit mangelhaft ab. Hauptsächlich wegen Mängeln beim Seitenaufprall. So gab es auch für den Graco Junior Maxi hier ein mangelhaft. Und ebenfalls für den Graco Logico L. Hier gibt es immer noch einige Produkte, bei denen für ältere Kinder die Rückenstütze abgenommen werden kann oder abgenommen werden muss. Diese Sitze bieten dann keinen Schutz beim Seitenaufprall und solche Sitze fallen bei uns im Test durch. Auch in Zukunft will der ADAC mit seinen Tests nicht nur die Sicherheit unserer Kinder im Auto erhöhen, sondern auch die Kaufentscheidung für die Eltern erleichtern. Als Forderung an die Hersteller kann man sagen, dass alle Kindersitze einen Seitenaufprallschutz brauchen. Das heißt also, auch Kindersitze für die älteren Kinder brauchen Seitenwangen. Es ist auch wichtig, dass die Schadstoffe aus den Kindersitzen rauskommen. Hier sind wir auf einem relativ guten Weg. Wir haben jetzt deutlich weniger Schadstoffe in den Sitzen gefunden als noch im letzten Jahr.